Willkommen bei Darmwitter. Heute sprechen wir über das Thema der Wechseljahre und ihre Probleme. Ja, das häufigste Thema der Wechseljahre ist, dass wir an Hitzewallungen neigen, zu Hitzewallungen neigen. Hitzewallungen entstehen dann im Körper immer, wenn der Verschlackungsgrad relativ hoch ist, dann kommt es zu einem Leberstau und die Chinesen sagen dazu, es ist eine Leberhitze, also die Hitze von der Leber durch den Verschlackungsgrad steigt nach oben. Das sind unsere Hitzeschübe. Wie können wir das verbessern? Das lässt sich wesentlich erleichtern, indem wir Reinigungsprogramme für unser System machen und unsere Wurzelkraft oder Bauchkraft stärken. Dann bringen wir die Energie nach unten in den Bauch und die Hitze steigt nicht mehr nach oben. Das lässt sich machen mit Wurzeln aus Maca oder Ginseng. Das nächste Thema nach den Hitzewallungen sind die depressiven Zustände. Auch das ist ein Leberthema. Und auch hier gehört wieder die Leber gereinigt, das System gereinigt. Je sauberer unser System ist, desto mehr Kraft haben wir in der Leber und desto weniger depressive Zustände haben wir. Ein weiteres Thema sind die Schlafstörungen. Wir kennen das, dass wir vielleicht nicht einschlafen können oder dass wir in der Nacht zu bestimmten Uhrzeiten aufwachen. Einschlafstörungen haben oft damit zu tun, dass wir zu wenig Mineralstoffe haben und dadurch nicht wirklich entspannen können. Wir müssen ja unser System umschalten von aktiver Energie auf passiv, also von Sympathikotonenzustand auf Parasympathikus. Und diese Umstellung geht am leichtesten, wenn wir gut entspannen können. Und das lässt sich mit Mineralstoffen begünstigen. Wenn wir in der Nacht aufwachen, zwischen 1 und 3, wird das der Leber zugeordnet. Da ist die Leber überlastet. Da hilft ein Reinigungsprogramm für die Leber. Aber auch die Wärmeflasche beim Schlafengehen ist hier günstig. Wachen wir später auf, so zwischen 3 und 5, kann das eine Lungenbelastung sein. Da ist die Lunge mit Schlackenstoffe überlastet und überladen. Auch hier machen wir ein Reinigungsprogramm für das gesamte körperliche System, um die Situation zu verbessern. Ein weiteres Thema, womit wir immer im Wechsel zu kämpfen haben, ist die Gewichtszunahme. Der Körper hat durch die hormonelle Veränderung eine andere Situation und er neigt natürlich leichter zu speichern. Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu, das ist der, dass wir bequemer und gemütlicher werden und nicht mehr diesen Datendrang und diesen sportlichen Drang haben. Und in dem Moment, wo wir weniger Bewegung machen und gleich viel weiter essen, ist es vorprogrammiert, dass wir auch mehr Gewicht bekommen. Also da muss man schauen, wie viel Bewegung, wie viel Aktivität brauche ich, um mein Gewicht halten zu können. Etwas, was ich immer wieder erlebe und sehe, ist das Thema vom Haarausfall. Und das ist für mich ein eindeutiger Mineralstoffmangel, also auch ein Hormonthema, aber auch ein Mineralstoffmangel. Hormonell wissen wir ja, dass es ganz stark mit Schleimhäuten und mit der Leber zu tun hat. Das heißt, Reinigungsprogramm für Schleimhäute und für die Leber sind günstig und zusätzlich Mineralstoffe, dann geht es mir auch mit meiner Dichte der Haare besser. Was die Hormone angeht, ist es so, dass wir für hormonelle Situationen immer Eiweiß brauchen. Und zwar brauchen wir im Alter eher pflanzliches Eiweiß als tierisches Eiweiß, weil tierisches Eiweiß vom Magen her schwerer zu verdauen ist und deshalb ist pflanzliches Eiweiß zu bevorzugen. Tierisches Eiweiß macht mehr halbverdautes Essen, macht mehr Übersäuerung und je mehr ich übersäure, desto mehr ziehe ich auch wieder Mineralstoffe weg. Ja, pflanzliches Eiweiß ist zu bevorzugen. Blutdruckschwankungen. Ein Blutdruck, der sich nicht einstellen lässt. Einmal oben, einmal unten. Einmal zu tief, einmal zu hoch. Ist der Blutdruck generell zu tief, habe ich eine schlechte Aufnahme der Mineralstoffe vom Darm. Ist der Blutdruck, wird er zu hoch, habe ich ein Problem mit der Ausleitung. Auch das braucht Reinigung, Entlastung, Schonkosternährung und gute Mineralstoffversorgung, die sich ausleiten kann. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Problem mit dem Zuckerhaushalt, mit dem Zucker. Haben wir langfristig zu wenig Mineralstoffe für unsere Knochen zur Verfügung, leidet unser Knochen darunter, dass er weniger Osteokalzin bilden kann. Das ist ein Knochenhormon. Und dieses Knochenhormon bildet die Vorstufe Inulin und aus Inulin wird Insulin.
Habe ich also langfristig viel zu wenig Mineralstoffe im Knochen, kann ich natürlich auch das Insulin nicht produzieren. Und dieses Knochenhormon Osteokalzin hat auch einen deutlichen Einfluss auf die hormonelle Situation. Osteokalzin beeinflusst auch die Hormone. Deshalb ist bei einer hormonellen Umstellungsphase, wie es die Wechseljahre sind, ganz dringend wichtig für mich, den Körper mit ganz hochwertigen, guten Mineralstoffen zu versorgen, damit er sich gut vom Knochen her aufbauen und stärken kann, damit wir in dieses Ungleichgewicht und diesen Osteokalzinmangel nicht hineinfallen. Ein weiterer Punkt zum Thema Blutzucker ist natürlich auch das Chrom. Wenn wir Fett abbauen wollen, brauchen wir das Spurenelement Chrom, um Fettzellen zu öffnen. Sind aber diese Spurenelemente in unserer Ernährung nicht enthalten, ist es natürlich günstiger, ein Nahrungsergänzungsmittel zu finden, das Chrom enthält, weil Chrom hilft uns, Fettzellen zu öffnen, damit wir die Energie aus diesen Fettzellen überhaupt herausholen können und verstoffwechseln können. Fassen wir zusammen. Vieles bei den Wechseljahren, bei den Problemen in den Wechseljahren, lässt sich durch Reinigungsprogramme regulieren und verbessern. Erster Punkt, wir müssen unbedingt die Schleimhäute befeuchten, denn trocken werden wir sowieso, also feucht halten der Schleimhäute. Bauchkraft stärken mit dem Thema Maca oder Ginseng. Die Leber stärken mit den Antioxidantien, rote Beeren, Traubenkernextrakt, Granatapfel, Mangostane. Und bei Verdauungsschwäche das pflanzliche Eiweiß bevorzugen vor dem tierischen Eiweiß, weil gerade im Alter lässt sich Fleisch noch schlechter verdauen als in jungen Jahren. Stress haben wir sowieso immer schon, der ein Verdauungsbremser ist. Und im Alter haben wir weniger Verdauungssäfte und gerade da ist es ganz wichtig, sich gut mit Eiweißen zu versorgen, weil Eiweiße sind die Bausteine für die Hormone, die Aminosäuren brauchen wir für die Hormone und damit wir hormonell jung bleiben, brauchen wir dringend pflanzliches Eiweiß. Knoblauch und Thymian sind Verhinderer von Schleimbildung und von Seiten der Ernährung her ist auf die Milch, auf das Süße und auf das kalte Essen dringend zu verzichten. Milch, kalt und süß, macht Schleim und Schleim verstopft unsere kapillaren Gefäße, gar nicht günstig für uns. Unsere Haut schaut nicht gut aus und unser gesamtes System leidet unter diesem Schleim. Freuen wir uns auf diese Zeit. Sie hat auch was Positives, nämlich, dass die Kinder aus dem Haus sind, dass wir Freiräume haben und dass wir nicht mehr mit der Aufzucht und mit der Familienorganisation beschäftigt sind, sondern in den Wechseljahren wirklich eine neue Zeit für uns finden können. Alles Gute!